muss ich da vernehmen? Markus Söder verleiht Angela Merkel den Bayerischen Verdienstorden. Was um Gottes Willen hat er sich denn da dabei gedacht? Also wenn ein mittelfränkischer Westentaschenpotentat einer fast russischen Zonenwachtel einen bayerischen Verdienstorden verleiht, da kriegt ja der beste politische Kompass einen Drehwurm. Na wahr? Diese Dame hat doch von der Digitalisierung über die Verteidigungs- und Energiepolitik bis hin zu den Staatsschulden eine Bilanz hinterlassen, die dem Scherbenhaufen einer havarierten Flaschenfabrik gleicht. Die hat doch einen Mehltau über das Land gelegt, dass man fast schon von einer DDR 2.0 sprechen kann, mit dem gravierenden Unterschied, dass ich nicht mehr da bin und keinen Milliardenkredit zur Rettung mehr einfädeln kann. Und alleine das Desaster, das durch ihre unausgegorene Migrationspolitik in Bayerns Kommunen und Landkreisen entstanden ist, würde ausreichen, sie statt mit einem bayerischen Verdienstorden mit einem dauerhaften Einreiseverbot nach Bayern zu belegen. Und der Söder ist ja mit seinem Kotau beileibe nicht allein. Gerade erst hat sie in Nordrhein-Westfalen den dortigen Staatspreis erhalten. Ich muss sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass es den überhaupt gibt. Es steht also zu befürchten, dass da jetzt eine nicht enden wollende Tournee durch Deutschland und Europa folgt, an deren Ende diese Merkel so über und über mit Orden und Ehrenzeichen behängt ist, dass sie bei Gewitter gar nicht mehr aus dem Haus darf. Mit Ausgangssperren kennt sie sich ja aus. Wissen Sie, es gibt ja zwei Wege, Leute zu ehren. Vor oder nach Abschluss der Aufarbeitung ihrer Hinterlassenschaft. Die Sorge, dass nach einer Aufarbeitung der Hinterlassenschaft nichts Ehrbares mehr übrig bleibt, führt natürlich zwangsläufig zu einer Ehrung der noch lebenden Person. Und da gebe ich dem Söder und seinen Amtskollegen schon heute den Rat. Wenn Sie demnächst auch noch auf die Idee kommen sollten, Straßen und Plätze nach dieser uckermärkischen FDJ-Sekretärin Merkel zu benennen, dann benützen Sie vorsorglich nur den Vornamen. Ein Angela-Platz kann bei Bedarf uminterpretiert werden, indem man sagt, ja, die Merkel, die war ja gar nicht gemeint. Notfalls kann man sogar noch sagen, wir haben es nur geschlampert ausgesprochen. Anglerplatz hätte das heißen sollen. Aber eine Frau in das nationale Pantheon zu erheben, deren Vermächtnis schon jetzt so verwittert ist wie ein Backenzahn nach der fünften Wurzelbehandlung, das wird sich als Fehler von historischen Dimensionen erweisen. Ist doch wahr, Himmelsackel, Zementkruzimesen.